Herzlich willkommen bei Crash Draw und heute mal zeige ich euch, wie man ganz schnell ein Auto zeichnen kann. Erstmal brauchen wir natürlich die Horizontlinie und wir bestimmen natürlich die Perspektive, die Höhe vom Fahrzeug, also die vorderste Kante, die Länge und die Tiefe so gesehen. Ne? Also natürlich braucht das Fahrzeug ein Greenhouse, ein Fahrerhaus so gesehen. Ne? Dann können wir auch mal die Räder hinzaubern, also der Seite entlang. Ja, und da haben wir schon mal unser Auto eigentlich, ne? Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt keine Option. Und da können wir schon mal anfangen, nur mit Konturen, so gesehen, den Rest vom Auto andeuten, ne? Und wie gesagt, wir haben unseren Grundkörper, in dem Falle jetzt mal zwei. Und daraus machen wir schon mal die ganzen Details ausarbeiten. Und da könnt ihr schon mal wirklich beobachten, wir haben wirklich den Grundaufbau und wir können solche Sachen wie die A-Säule schon mal bestimmen und nicht irgendwie Pi mal Daumen einschätzen, wo kann denn die A-Säule, C-Säule oder jetzt mal die Frontscheibe sitzen. Eigentlich kann man ja bei der Ausarbeitung von kleinen Details jetzt Zeit ohne Ende verlieren, aber für uns auch in dieser Phase ist es noch gar nicht relevant und wichtig. Also klar, jetzt kann man schon, so wie ich jetzt hier momentan, ein bisschen über die ästhetischen Aspekte halt nachdenken und ein bisschen gucken, wie das dann sein kann. Aber wie gesagt, das ist absolut unwichtig. Und solche Sachen, wie male ich mal die Felgen, wie gehe ich mal oder wie baue ich das in Perspektive auf, das machen wir alles später. Sondern wir haben einen vernünftigen Aufbau. Und das hilft uns gewaltig. Das ist das, was ich immer in jedem Video meine. Immer aufbauen, immer Proportionen beachten und dann erst in die Details gehen. Also, wie gesagt, Details sind ja natürlich euch überlassen, wie ihr wollt, wie das Fahrzeug aussieht. Ich meine, ich mache jetzt hier mal irgendwas dahin malen. Aber die Perspektive stimmt schon einigermaßen. Die ganzen Mittelachsen stimmen schon einigermaßen und ich kann mich nicht großartig verschätzen. Und klar, ich kann jetzt hier irgendwelche Sachen reinbringen, wie Innenraum andeuten, Spiegelungen, ja, Scheinwerfer ausarbeiten, den Grill. Aber vom Prinzip her gehen wir genauso wie immer vor, halt von Grundbausteinen in die Details rein. Also wieder mal eine Empfehlung von uns. Versucht nicht extrem schnell zu sein, versucht nicht irgendwie von einem einzigen Anlauf sofort ein super Bild zu liefern. Das könnt ihr danach später neu malen, abbauschen, sonst was. Aber macht immer vernünftig vorarbeiten. Ich hoffe, unser Crash Draw konnte Sie jetzt ein bisschen weiterbringen und ein bisschen helfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach schreiben in den Kommentaren oder uns einfach mal direkt.